Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play. Nicht mal natürlich. Hallo! Banjo-Tooie. Ja. Ja. Im letzten Part haben wir Cheats aktiviert und 50. Jubiläum gefeiert und Backtracking gemacht. Und jetzt gehen wir in die nächste Welt. Ja. Und zwar ist das eine komische Seifenblase, die uns ja in den Himmel bläst. Cool. Coole Sache. Gott. Das ist ziemlich super, möchte ich mal anmerken. Ist das da unten? Ist das die. Ist das Hexoland? Kann man das sehen? Die Musik ist super, die kenne ich schon. Ja, das ist Wolkenwonneland. Also wir sind jetzt im Wolkenwonneland. Kann ich das da unten bitte ganz sehen? Da drüben ist der Strand und da ist der Vulkan und keine Ahnung. Oh, ist das super. Ich bin gerade irgendwie voll im Hype. Oh, geil. Wer bist du? Lust auf etwas körperliche Enttüchtigung, Freikugel? Nein, danke. Doch, Banjo. Gut, ich heiße Herr Fit und der Name ist Programm. Ich bin super fit, aber ich überlasse dir meine Fitness-Goldmedaille, wenn du mich in 3 Disziplinen besiegst. Das ist nett. Das ist es wirklich. Die erste Disziplin ist, wie du siehst, Hochsprung. Die Stange markiert an meinen Bestleistung. Du musst nur höher springen. Hey, kann ich die hochklettern? Nee, kann ich nicht. Hochsprung. Das ist super. Oh Gott. Da muss ich mit Kazooie alleine hin. Los, Pelzkugel, spring über die Stange. Igitt. Oh, geil. Oh, es ist. Oh, das sieht cool aus. Was ist das da? Fliegender Vulkan? Fliegender Bär, cool. Das ist irgendwie super. Was ist das hier? Ist das ein Schalter? Nee. Okay, gehen wir mal in diese Blume. Psst. Oh Gott. Das ist super. Ach, das sind Sprungkissen. Die Kamera ist gerade nicht so schön optimal. Hey, was machen Bienen hier oben? Okay, was ist das hier? Ist das ein Loch? Wieso ist überall dieses Gummizeug? Was ist das da unten? Kann ich mich hier durchbohren? Nee. Kann ich machen, passiert aber nichts. Cool. Okay. Dann würde ich mal sagen, hier rein. Ui! Okay. Oh Gott. Was ist das hier? Ah Gott, das ist ein Gegner! Stirb! Das ist schon Wumba. Wumba. Und Kanarienkarte, hi! Hey Banjo, da ist wieder diese verrückte Kanarienfrau. Das bin ich! Wie wär's mit einem neuen Rennen? Aber die drei Seele ist nicht in der Nähe. Keine Sorge, ich habe stattdessen diese Aufziehmaus gefunden. Aufziehmaus? Trickst du mich ganz? Trickst du nicht ganz richtig? Und ab, spring herauf und drücke A so oft du kannst, um die Maus zu bewegen. Hops. Cool. Okay. Und wie wird das jetzt? Fertig, 3, 2, 1, los. Speed! Speed, Mann! Speed! Speed, Mario 64, tippeln! Ich tippel mich tot, Mann! Ich tippel wie ein Weltmeister! Ich bin da, hallo, bam! Speedrun! Alter, wow! Zu langsam! Ich denke, wir fangen nochmal an! Was? Das ist ja unfair. Okay. Oh Gott! Ich schaff das! Also.
Fertig, 3, 2, 1, los! Tippel, 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 tippel! Komm, speed, 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 speed! Bin ich vielleicht zu schwer? Muss ich da vielleicht alleine hin? Was? Oh Gott! Nein! Was? Muss ich vielleicht loslassen, wenn es bergab geht? Oh Gott, das erschreckt mich. Oh. Oh. Ja. Ui. Nein, anscheinend nicht. Okay. Ja, es ist klar, okay. Okay, dann machen wir das später. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Vermutlich hat das irgendwas mit Hummer Wummer zu tun. Scheiße! Nein! Gott! Das war nicht beabsichtigt. Ah nee, da drüben sind die Vulkane. Ah. Oh, das habt ihr nicht gehört, diesen Ton. Okay. Coole Sache, Mann. Coole Sache. Daumen hoch dafür. Daumen hoch. Plop. So, Das hier. Das sind wieder so Steine wie bei Jolly Roger. Honigfarbe! Was? Das ging schnell. Oh, wie das laggt. Das ist ja widerlich. Seht ihr das? Das sind flüssige 60 Frames per Second. Flüssige 60 Frames. Natürlich flüssige 30 Frames, nicht mal das. Ist das 25? Ich glaube, eigentlich sollten es 25 sein, sind es aber auch nicht. Ui. Ah. Mit den Schuhen gehen wir jetzt mal wieder zurück. Ui. Hallo Mr. Fit. Ich bin voll hip, ich hab die Schuhe mit dem Grip. Ui. Ha. Schafft. Wie hast du das gemacht? Aber egal, auf zur nächsten Disziplin, wenn du mich findest. Oh, wie habe ich dir gesprochen? Super. Sackhüpfen, oh super, ich freue mich. Was ist das eigentlich? Ist das ein Nasenbär? Ich glaube, es ist ein Nasenbär. Ha, das ist witzig, weil Banjo, der ist auch ein Bär. Und sieht beide nicht wie ein Bär aus. Geil! Ui! Was? Wieso will die Blume mich nicht haben? So, coole Sache, coole Sache. Haben wir schon eine Mission gleich mal kaputt und... Was ist das? Ich habe einen merkwürdigen Samen gefunden. Ist der essbar? Ich vermute mal, damit machen wir voll den krassen Märchenscheiß und dann... Noch einen. Hohoho. Gehen wir mal wieder hier runter. Schauen wir erstmal, was es hier noch so gibt. Ob es da noch einen anderen Weg gibt. Geht's da noch weiter? Nee. Okay. Gehen wir erstmal mal in die Blume und schauen. Bei Hummer Wummer ging's ja noch weiter. So. Hey. Kommen wir hier jetzt hin? Ha! Das Sprungkissen verfehlt. Ach, das ist Rückweg. Scheiße. Nein! Oh Gott! Ja, komm, lass mich zurück. Ja. Seht ihr vielleicht, weshalb ich glaube, dass diese Welt eigentlich relativ linear ist? Ich glaube, man könnte es durchaus mitbekommen. Ha, diesmal getroffen. So. So. Schauen wir mal in den Berg hinein. Noten, die ersten 10 Noten dieser Welt. Zentralhöhle. Aha. Da vernehme ich schon einen Jinjo. Und dann hier ein Mias. Ja. Kann man das vielleicht irgendwie mit Wasser verdünnen oder so ein Schwachsinn? Noten. Wo geht's denn hier hin? Schauen wir mal nach.
Zum Mumbo, okay. Lass mich in Ruhe. Gibt's hier auch einen Teleporter? Nee. Aber Flügel gibt's. Das ist cool. Schauen wir mal den Riesenkäse an. Was ist da denn? Was? Oh Gott. Luftangriff! Verteidigt das Puzzle um jeden Preis! Nein, scheiße. Ich will da gar nicht zu euch. Ich will hier hin. Was ist das für ein Ton? Was war das für ein komischer Ton? So, mal schauen, was ist im Riesenkäse drin? Oh Gott. Oh Gott. Ein Käsestück. Das riecht hier anscheinend ziemlich stark. Weil wir verlieren. Eben. Was ist das hier denn? Oh Gott. Was muss ich hier machen? Kann ich ja durch? Ist ja widerlich. Wie geht? Da ist ein Jinjo irgendwo drin. Ich gehe mal in Ego-Perspektive. Muss man sich auf dieses Ding da stellen? Ist das eine Plattform? Ich würde erstmal wieder rausgehen kurz. Das ist gerade. Oh Gott. Das ist ja schlimm. Das tut. Die haben das genial gemacht. Das tut auch in den Augen weh. Oh. Boah, diese flüssiges Spiel. Flüssig. 1+. Flüssiger als Flüssigseife. Kann ich mich da draufstellen? Nein, kann ich nicht. Kann ich mich so da draufstellen? Nein, kann ich nicht. Cool. Okay, da kann ich hier wohl noch nichts machen. Dann brauche ich da vermutlich die Verwandlung, oder? Ja, ich denke schon. Oder kann ich vielleicht... Kann ich vielleicht so ein Ei da draufpacken? Mal testen. Das hat nicht so gut funktioniert. Schnell. Okay, reicht. Nein. Probieren wir jetzt nicht aus. Hier gibt es vermutlich einen aufschlussreichen Weg. Aber den verstehe ich noch nicht. Ja. So, Flugplatte. Boah. Gibt's auch was auf dem riesigen Kürbis drauf? Nee, nur Löcher. Cool. Daumen hoch für diesen Kürbis. Was ist da denn jetzt? Wieso wollte da Grunty, dass da irgendwas verteidigt wird? Was sind das für Dinger? Kann ich? Puff. Bringt nichts, okay. Coole Sache. Daumen hoch dafür. Und jetzt, da muss ich das gießen, ne? Geht auch Feuer? Hallo, Feuer? Kann ich? Nee. Okay. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Moment, da drüben, ja. Da war eine Blume! Habe ich doch genau mitbekommen. Wo komme ich jetzt hin? Achso, da, okay. Habe ich doch eben einen Samen gesehen. Nee, ein Ei! Das muss ich ausbrüten. Kann ich auf diesem Weg laufen? Nein, kann ich nicht. So, mal schauen. Was gibt's denn da? Oder ist das hier eigentlich der Hinweg und... Oh nee, das hier ist der Weg. Scheiße. Jeder Weg wird kein leichter sein. So, passt. Ach, ich habe sowieso automatische Health Regeneration. Da bräuchte ich das eigentlich gar nicht. Wo bin ich jetzt hier? Oh Gott, ich glaube, das wird doch nicht so einfach. Yo! Pack drauf, Mann, pack drauf! Oh Gott! Was? Was ist das für ein Ding? Und wieso macht das Geräusch von der Katze? Oh Gott, das hat eine andere Farbe. Oh Gott, was ist das? Was sind das für zwei... Oh Gott! Nein.
Was sind das für Dinger? Was wollen die von mir? Hey. Oh, Teleporter. Oh, 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 Kazooie. Tausch, teilen, teilen, teilen. Tausch, tausch, tauschen. Tauschen! So. Setzen wir uns mal auf das Ei drauf und schauen, was passiert. Wow, ich glaube, das ist ein seltenes Pendulavium-Wesen. Kann mich das durch die Gegend fliegen? Hallo. Hallo. Hi, mein Freund. Pendulas können nicht reden, aber sie sind leichter als Luft, was bestimmt irgendwie nützlich ist. Kann ich dich anbrennen? Nein. Okay. Hört sich nützlich an. Oh, 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 oh. Oh. Uhuhuhu. Einen Moment, da komme ich auch so dran. Ha! Die blaue Ginger-Familie ist vollständig! Sie möchte euch das hier geben. Komm ich da. So komme ich da nicht ran, oder? Nee. Moment, dann gehe ich nochmal zurück. Ah! Ah, die Kassenautomaten-Dinger-Gegner. Sie sind zurück. Moment, da hätte ich auch etwas so hoch gekommen, ne? Ja. Okay, Moment, dann machen wir das jetzt so. So, so kommen wir da durch. Mhm. No Scope 360, sage ich dir da nur. Mehr braucht man da nicht sagen. So, setze ich mich noch auf das Ding hier drauf. Und noch ein Pandalus. Pandelus? Pandelus. Ich glaube, es war Pandelus, ne? Ja. Ja, 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 ja. Wo kommt man denn da hin? Was ist das für ein komisches Gewässer? Was soll ich da für einen Ton? Ach, das sind die Schuhe. Okay. Oh Gott, Geld. Automaten. Oh, eine Waschmaschine. Ich wäre natürlich ein Safe. Ist das ein Safe? Super Stash. Sei gegrüßt, Fleischling! Wow, ein sprechender Safe! Korrekt, ich bin ein Safe, genial, mit vier Ziffern, unendlichen Kombinationen und gepanzerter Kern-Evolution. Aber bei den vier Ziffern sind nur 10.000 Kombinationen möglich! Hey, wer braucht solche Besserwisser? Hier oben gibt es noch genug. Ach, vier Zahlen waren's. Dann lass mich mal reinsehen! Ey, das ist nur ein kleines Problem. Ich weiß meine Kombination nicht mehr. Vielleicht hätte man mehr in deinen Intelligenzchip investieren sollen. Ich weiß, verzeih, Fleischling, aber wenn du die Kombination findest, lasse ich dich gerne rein. Coole Sache. Coole Sache. Daumen hoch. Daumen hoch für komische sprechende Saves, die ihre Kombination vergessen. Daumen hoch. Hm. Mal angenommen, ich könnte da nicht rüber. Was würde ich dann tun? Bringt mir auch nichts cool. Cool, Daumen hoch dafür. Ich bin jetzt aber mit Kazooie mal ein bisschen unterwegs, weil da sind wir schneller. Bisher haben wir eigentlich auch noch keine größeren Einschränkungen damit erlebt, glaube ich. Ah, Gott. Was ist da drüben? Cool, cool. Schuhe, Daumen hoch. Ach, ich vermute, ich weiß, was das ist. Ich vermute, das ist wieder eine Aufgabe mit Mr. Fit. Ja, so wie es aussieht schon. Ja, da wird dann vermutlich gestartet und okay. Alles klar, alles klar, Daumen hoch dafür. Nein! Nein! Na gut. Also. Ach scheiße, jetzt habe ich den Controller an den Stuhl gehauen. Ah. Da kann man jetzt sich drüber streiten, ob das optimal war. Ich fand's sehr gut. Aha. Dann schauen wir uns das mal an. Schauen wir uns das jetzt erstmal an.
Das hat jetzt mein Interesse geweckt. Wo war das nochmal? Das war irgendwo drüben. Oh Gott. Gehen wir erstmal hier durch den Eingang, weil der mir gerade ins Gesicht stößt. Widerlich. Das hört sich widerlich an. Na, wo sind wir jetzt? Was ist das? Ist das. Soll das. Honig. Honig sein? Das soll. Das ist Geld! Das ist Geld! Oh mein Gott! Das sind Puzzlo-Taler! Scheiße, da komme ich nicht so schnell hin. Oder vielleicht da. Nein, da komme ich nicht so schnell hin. Das ist doch vielleicht alleine mit Kazooie. Doch, mit Kazooie kommt man dahin. Okay, Moment. Das machen wir kurz. Das hat jetzt mein Interesse wirklich geweckt. Das ist jetzt die einzige Sache, die wir in diesem Part noch anstellen werden. Ach, ich wollte diese Pandalus-Pflanze mal ausprobieren. Moment, was passiert? Was passiert? Oh Gott. Was passiert, wenn ich mich auf dich draufstelle? Kann ich mich auf dich draufstellen? Nein. Coole Sache. Daumen hoch. Was ist das für ein Ding, was... Muss ich das vielleicht... Ist das vielleicht so eine Mission, dass ich die irgendwo hinbringen muss? Vermutlich. So, das war da unten, ne? Ja. So. Mal schauen. Ich vermute mal, da drin ist die Safe-Kombination. So, okay. Und. Rein da! Scheiße, es funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Obwohl, doch, könnte passen. Doch, passt. Ha! Genau so. Natürlich knapp. Genau so. Knapp. Alles auf einmal. Eine Rare Münze. Im Goldtopf. Okay. Was ist da jetzt Spannendes drin? Schwarzer Jinjo? Minjo. Coole Sache. Daumen hoch dafür. Verstehe jetzt nicht ganz den Sinn, aber... Hey. Was ist in diesem eierförmigen Ding wohl drin? Will ich da vielleicht... Nein, muss ich nicht. Was ist da wohl drin? Oh Mann. So ist zu klein, um da reinzuschauen. Cool, grau. Daumen hoch dafür. Daumen hoch. Coole Sache. Ja. Und ja. Cool. Ja, ne? Ja. Ach so, der Vordereingang ist zu. Okay, dann. Vermutlich mal wird da noch irgendwas Spannendes passieren. Oh! Der Honigwabe. Schon. Zwei, dann fehlt uns hier nur noch eine. Wir könnten jetzt natürlich diese Blume zurücknehmen. Aber ich werde kreativ sein und sagen, nein. Nein. Ich sage nein zu Blumen. Wir nehmen diesen Weg. Schauen wir mal, was hier Spannendes gibt. Nichts. Cool. Cool. Daumen hoch dafür. Oder? Da gibt's einen Felsen für Kazooie. Okay, Moment. Das machen wir doch kurz. Das machen wir noch kurz, da. Witter ich doch ein leicht zu holendes Puzzle. Und ich habe ein sehr feines Näschen. Ich wittere ein Puzzle, wenn ich sehe. Rieche? Keine Ahnung, wenn ich es wittern kann. Dann wird's gewittert. Gewittert! Bin so ein lustiger Mensch. So, also. Bitte, was gibt's da drüben? Sag an, Meister, was ist da los? Was ist jetzt hier, oder? Oh Gott. So viele Gänge. Ah. Ja, mal schwimmen wir eher durch. Ja, das war der hier. So. Kazooie, vorwärts. Hey, Puff. Das hilft uns vielleicht in einer anderen Welt weiter, habe ich gehört.
zu einem Pterodactylus-Land. Richtig, richtig. Mhm, dann hat Dumbo sein Wasser. Also willst du noch zu dem gehen? Juhu, mein Becken ist voller Wasser. So, wo kommt es bloß her? Nee, ich glaube, ich habe ihn anders gesprochen. Ich spreche ihn anders. Schmeckt himmlisch. Nun, es kam tatsächlich aus den Wolken, Dumbo. Ehrlich? Du hast gesagt, es fällt nicht einfach vom Himmel. Ich habe gelogen. Trink und sei glücklich. Das bin ich. Ja, ich gebe dir diesen eigenartigen Goldzahn dafür. Mhm, Jackpot. Coole Sache, Daumen hoch dafür. Daumen hoch. Wieso verliere ich Leben? Ach nee, verliere ich gar nicht. Yay, da haben wir doch noch was geschafft in diesem Part. Nämlich einen ganzen Puzzle. Oh, haben mit Pterodactylus 100%ig abgeschlossen. Ich möchte jetzt aber hier noch kurz hochklettern. Das machen wir noch, das machen wir noch. Das machen wir noch. Ich meine, ist ja nicht so, als hätte ich das schon 10-mal gesagt heute. Mach ich wirklich? Nicht. Ah, doppelte Verneinung und so. Coole Sache, coole Sache. Okay. So, alles klar, Mann. So, was ist mit dem? Was ist mit dir los? Ach, das sind Augen. Kann ich die besiegen wie in Mario 64? Na, kannst mich nicht verfolgen. Bin zu schnell für dich. Nein, kann ich nicht. Kann ich... Ich dachte, das wären so ganz komische, runde Pflanzen. Yee. Burn! 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 Brenne, verbrenne! Das bringt nichts. Burn, baby, burn. Okay, reicht. Na gut, das war's dann. Ciao.